Ja, ein herzliches Willkommen hier zu Star Citizen. Ja, wir sind hier irgendwo im Hotelzimmer aufgewacht und ich wollte euch jetzt mal was Schönes zeigen. Und dazu gehen wir jetzt einmal durch diese Tür. Ups, durch diese Tür. Ich glaube, ich mache das doch aus der Ego-Perspektive. So. Und zwar gibt es ja jetzt, deshalb habe ich auch Waffen an meinem Körper noch, ich habe mir noch nicht abgenommen, ein neues Event. Und dieses Event hatte ich jetzt die Tage gemacht. Erfolgreich gemacht, muss ich dazu sagen. Und deshalb, ja. Eigentlich kann ich sie abnehmen. Wartet. Das mache ich mal eben. Einmal und zweimal. Und dann geht's weiter. Richtung Space Hangar. Space Hangar. Raumhafen. Space Hangar. Hier liegen wieder überall die ganzen Flaschen rum. Auch wieder ganz toll. Nice, nice. Aber ich muss schon sagen, also Arcorp hat sich schon um einiges verbessert von der Performance. War ja mal richtig schlimm. Also CIG arbeitet hier wirklich immens dran. Kann ich nur bestätigen. Und ich freue mich schon darauf, wenn die 323 reinkommt, beziehungsweise die 4.0. Wie man ja jetzt mitbekommen hat, gab es einen neuen Letter of the Chairman. Und in diesem Letter of the Chairman wurde ja angekündigt oder mitgeteilt, dass man auf dem Endspurt ist zur 1.0, beziehungsweise ja 4.0 dieses Jahr noch kommen wird. Und ja, es wird schon genial. Das ist schon toll. Auch hier oben mit dem Nebel. Kühlung hier. Aber ihm geht's nicht so gut. Lange Nacht gehabt, oder was? So, dann wollen wir mal reingehen ins gute Stückchen. Und wie immer nehme ich meine bevorzugte... Ey, was soll das? Spielen, lass mich. Meine bevorzugte Haltung ein. Ja. Ich mag das. Klar, man könnte sich auch auf diese Sitze setzen, aber ihr wisst selber, das ging in der Vergangenheit auch schon mal schief. 3, 2, 1, Abflug, ich meine Abfahrt. Die Türen schließen, bitte zurückbleiben. Ja, das ging auch schon mal schief und dementsprechend bleibe ich dann lieber hier so sitzen. Also bis jetzt bin ich noch nicht durchgeglitscht. Im Gegenteil. Aber ich hatte damals diesen Kaugummi-Effekt auf den Sitzen. Das heißt, ich war schon raus. Ich war schon auf dem Weg zum Raumhafen. Zu den Hangar-Bestellungsdings an Bob vorbei, fast. Und auf einmal saß ich wieder im Zug. Also, in dieser Bahn hier. Das war da nicht so schön. Ja. Dementsprechend bin ich dann lieber hier so. Aber es gibt auch lustige Situationen. Wir hatten damals, ich glaube, die 318, wo die rauskam, da gab es ja so immense Probleme auch mit der Bahn, dass die Bahn dann gar nicht kam. Und das war so lustig. Und da standen wir hier alle
bei Area 18 und haben hier gewartet. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und plötzlich saßen wir alle. Das war schon lustig. Ich kannte die anderen nicht. Aber die hatten das gesehen. Ich sitze da ganz geduldig. Ja, und dann saßen wir plötzlich alle auf dem Boden und hatten. Das war schon ulkig. So, Mahlzeit. Und zwar möchte ich euch was zeigen. Ja, die Performance ist auf jeden Fall gut. Muss ich echt sagen. Also schon nice. Aber ich erwarte auch nicht hier das flüssigste Spiel, was es gibt. Noch nicht. Aber so wie es jetzt ist, reicht es mir. Hauptsache, es bleibt stabil. Wenn natürlich viel los ist, ja klar, logisch. Dann geht die Framerate auch mal in den Keller und die FPS. Und zwar zeige ich euch jetzt ein Schiff. So, einmal knicki-knacki. Dann schauen wir mal, wo haben wir sie. Da! Da ist sie. Die will ich euch zeigen. Hangar 3. So. Immer so ein Ausfallschritt. Da ist sie. Die F7C Hornet MK2. Mit fetten Repeatern hier an der Seite. Fufu. Uhu. Schau mir den Lauf, Baby. ja. Dann hier mit einem schönen Triebwerk. Steuerdüsen und hier auch noch mal. Ja, und dann würde ich sagen, nachdem wir hier einen kleinen Rundgang gemacht haben, uns vergewissert haben, dass alles in Ordnung ist, steigen wir doch einfach mal hinein. Aber vorher brauche ich noch einen Helm. Ja, da oben, da oben, da oben, wo die Geister toben. Ich brauche einen Helm. So, warte mal. Ich mach das mal eben so. Einfach zu viel, glaube ich. Soll ich den nehmen? Nein, kommt, ich nehm den hier. So. Genau. So. Dann wollen wir mal schauen, ne? Die wirklich so toll ist. Enter Pilot Seat, Open Storage. Kann man auch so 250k reinpacken. Und jetzt steigen wir mal ein. Jawohl. Hier eigentlich auch die Möglichkeit nach hinten? Nee, ich glaube nicht. Ich mache sie mal an. Ja, nice. Oh, kann ich hier auch nach hinten gehen? Nee, ne? Das war ein anderes Schiff, ne? Nee, da gibt es keinen Hinterraum. Blinkti, blinkti. Engine off, engine on. Komm, wir machen das mal auf die klassische alte Methode. Wir holen uns mal die Freier. Und dann gehe ich jetzt mal in die Außenansicht. Und dann sehen wir sie hier nochmal komplett mit laufendem Triebwerk. Hangartore sind auf. Ist natürlich wieder Nacht. Wir gehen mal hoch. So,
Landegestell fahren wir mal ein. Habt ihr gesehen, da kriegen die Flügel auch noch so ein bisschen... Da wird das Ganze noch schmaler. Schon ziemlich breit, das Ding, ne? Dann machen wir mal hoch. Ui, die ist schnell. Die ist richtig schnell. Oh, wird es Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ich weiß gar nicht. Thank you. And please visit again. So, einmal aus der Ich-Perspektive. So, ich werde mal boosten. Nice Sound. Really nice Sound. Das blendet aber ganz schön, ne? Guck mal von oben so. Boosten nochmal. Ego-Perspektive machen, hier durchsteuern. Huch. Nice. Ist aber auch wirklich wendig. Aber es ist auch ein mittleres Kampfschiff, ne? Ein mittlerer Fighter. Und wieder ab nach oben. Hello. Hello. Jetzt haben wir das Space, den Spaceport wieder. Boah, ist die ist ja... Ist ja flink wie Hulle. So. Dann machen wir es mal wieder auf die altertümliche Weise. Please proceed to assigned landing bay. Wir haben auch Licht, natürlich haben wir Licht. Und einmal hinab. Fahrwerk nehme ich mal raus oder Fragestell, Landegestell, wie auch immer. Und dann geht's hier runter. Nice. Zack. Landing complete. Have a pleasant stay. Da unten haben wir das Licht. Oder auch nicht. Ein unsichtbares Licht, nennen wir es mal so. Ja, wie gesagt, so ist sie. Und so haben wir sie so. Sieht doch nett aus, das Schiffchen. Wie gesagt, sehr, sehr wendig, aber ist halt auch ein mittleres Kampfschiff, ne? Steigen wir einmal aus. Ja, die F7C MK
2. Nett, nett. So, das war's schon. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Schiffchen.